Wer im Jänner 2020 eine durchschnittliche Pension von monatlich 1600 Euro bezog, kann sich im Juni 2023 nur noch Waren im Wert von 1500 Euro von dieser Pension kaufen. Also trotz dieser jährlichen Erhöhungen, die die Pensionen erfahren, hat eine Durchschnittsperson in den vergangenen 3 Jahren 130 Euro an Wert in der Pension verloren. Und dieser Wertverlust wird auch nicht durch die jetzige Pensionsanhebung 2024 ausgeglichen.